Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute bauen wir ein zweites Lenkrad in die C-Klasse. Natürlich machen wir das nicht. Ich hüpfe mal auf die andere Seite und dann schauen wir uns mal an, was wir heute wirklich vorhaben. Also, wir bauen heute tatsächlich nicht dieses unglaublich hässliche Lenkrad ein, das übrigens von einer S-Klasse stammt. Wir bauen es auch nicht auf die Beifahrerseite, wir bauen es auch nicht auf die Fahrerseite ein. Wir übernehmen von diesem Lenkrad tatsächlich nur die Knöpfe, denn die S-Klasse, also W222, hatte hier diese silbernen Knöpfe. Und warum tun wir uns das alles an? Weil die einfach deutlich wertiger wirken. Das ist jetzt nicht mein Auto. Ihr wisst, ich habe die in meinem Auto schon drin. Das ist das Auto von meinem Friseur mal wieder. Das heißt, ich muss abliefern. Er hat eben das gleiche Problem. Er hat diese schwarzen Knöpfe drin, also diese originalen schwarzen Knöpfe. Und die sehen leider Gottes sehr billig aus. Ich sehe gerade, bei ihm löst sich auch schon so ein bisschen die Beschichtung. Deswegen kriegt er hier ein Upgrade mit diesen Knöpfen. Die Knöpfe gibt es original auch zu kaufen, kosten aber irgendwie über 200 Euro. Das lohnt sich nicht wirklich, die neu zu kaufen. Deswegen ist eigentlich so der Trick, das habe ich euch damals auch in meinem Video erzählt, sich einfach so ein S-Klasse-Lenkrad irgendwo günstig zu schießen und dann wirklich nur die Knöpfe zu übernehmen und ins Original reinzubauen. Die passen fast 100% Plug-and-Play. Bisschen was muss man machen, aber ist wirklich nicht tragisch, geht total einfach. Zum Glück hat mein Friseur auch auf mich gehört und hat sich die Facelift-Lenkradspange hier reingebaut. Das Video verlinke ich euch mal oben. Sieht richtig schön aus. Lenkrad sieht an sich auch sehr schön aus. Das ist übrigens kein AMG-Performance-Lenkrad. Das ist quasi das normale AMG-Lenkrad. Finde ich aber ganz geil mit dem gelochten Leder und mit dem Glattleder obendrauf. Schaltwippen hat er diese zum Aufkleben jetzt drauf gemacht. Auch in Silber. Das heißt wirklich, eigentlich stören nur noch diese Knöpfe. Deswegen wird es, glaube ich, ziemlich geil, wenn wir diese Knöpfe hier reinbauen. Dann sieht das Lenkrad ziemlich, ziemlich nice aus. Batterie haben wir schon abgeklemmt. Wir warten jetzt gerade quasi, dass halt so ein bisschen die Leckströme sich aus dem Auto verziehen. In der Zeit filmen wir quasi das hier, ne? Ja, als nächstes kommt der Airbag raus, die Lenkradblende und dann zerlegen wir diese Knöpfe. Und in der Zwischenzeit bauen wir mal dieses Lenkrad auseinander, damit ihr mal seht, dass es auch total entspannt geht. Also zerlegen wir das Lenkrad. Hier oben sind ein paar Stecker angesteckt. Zwei davon eben für die Knöpfe. Dann müssen wir hier noch diese Platte rausnehmen. Da sind T30er Torx drin. Und hier außen noch, um diese, ja, diese Zierleiste hier abzunehmen, müssten wir einmal noch mit einem T15er Torx ran. Ist wirklich entspannt, ist total selbsterklärend. Ihr werdet dann schon erkennen, quasi, wie das Teil rausgeht. Gekostet hat das, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Ich glaube, er hat knapp 200 Euro gezahlt für das Lenkrad. Bauen jetzt quasi die Knöpfe raus, die alten wieder rein und gehen die Teile halt immer noch so für 150 Euro weg. Das heißt so, ja, ihr könnt mit 50, 60 Euro für den, also Effektivkosten quasi für die Knöpfe rechnen. Ist ein guter Kurs, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, viele Leute nehmen halt die Originalen einfach und kleben da diese silbernen Dinger drüber. Und ich persönlich finde, das sieht nicht so geil aus. Die sind wirklich Original-Mercedes, die sind schön in Chrom, also wirklich bedampft. Und ja, gibt eine richtig geile Optik. Wenn man sich nicht zu schade ist, ein bisschen dran zu schrauben, ist es wirklich eine entspannte Geschichte. Aber das sehen wir jetzt gleich. Zerlegen wir jetzt erstmal das Lenkrad. Kannst du nochmal in die Kamera so ein bisschen zeigen. Hier sind drei von diesen Torx T30 drin. Warte, ich verstecke mal das hier. Genau, die drei müssen wir hier einmal ausbauen. Dann haben wir hier noch die Torx-Schrauben, hier noch eine. Genau, und dann hier quasi, wo die Chromleiste reingeht, hinten sind auch nochmal Torx drin. Und wenn wir das dann alles haben, kommt uns das entgegen. Beziehungsweise wir müssen dieses Mercedes-Emblem hier unten auch nochmal raushebeln. Da ist auch noch einmal eine Schraube dahinter. Okay, also sind draußen die Teile, sehen sehr schick aus, muss ich sagen. Teilenummern sind hinten drauf, kann ich euch sogar durchgeben. Ich glaube, vielleicht filmst du es einfach. Kann man das filmen? Siehst du das? Sieht man die Zahl? Ja. Okay, sehr gut. Also das ist die eine für links, oder? Warte mal, nee, die ist rechts. Ist egal. Und die andere sieht so aus. Falls sich die jemand original kaufen möchte,
Aber wie gesagt, gebraucht tut's auch. Die sind wirklich in einem super Zustand. Ihr habt gesehen, das Lenkrad haben wir jetzt komplett zerlegt. Ist nicht schlimm, wir bauen es dann wieder zusammen. Wenn wir die alten Knöpfe raus haben, dann bauen wir die ein. Und genau, das wird dann quasi verkauft. Ja, Jude, das sind die Knöpfe. Jetzt machen wir uns ans Lenkrad ran. Jetzt kommt Airbag raus, pipapo. Jetzt kommt der Airbag raus, wie gewohnt. Zwei Löcher an den Seiten. Genau, rein. Bisschen fummeln. Es gibt wirklich immer nur eine Stelle, wo so ja, Löcher vorgezeichnet sind im Lenkrad. Auf beiden Seiten, ist bei jedem so. Es ist halt eigentlich immer dafür da, dass man quasi den Airbag ausbauen kann. Jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken, wie ich an die Stelle da rankommen soll. Ja, es tut sich schon was. Ja, okay, also ist rausgeploppt. Ist mega easy. Und da ist quasi so ein Metallbügel. Da, wenn ihr einmal dagegen drückt, dann entlockt er sich schon. Das müsst ihr auf der anderen Seite auch machen. Habe ich jetzt davor schon gemacht, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Genau, und dann ist der Airbag erstmal draußen. Den habt ihr jetzt in der Hand. Jetzt stecken wir den Kollegen hier noch ab. Okay, also Airbag ist draußen. Den legen wir jetzt quasi wieder so hin, dass die Platzrichtung nicht zu uns schaut. Ich lege den jetzt einfach außen irgendwo hin. Und dann machen wir uns ans Lenkrad. Da würde ich sagen, kommst du dann auf die andere Seite, damit wir einfach mal die Knöpfe hier zeigen können. Okay, also zwei T20 hier drin, die Lenkradblende hier festhalten. Der Rest ist gesteckt. Und dann können wir das Ganze wieder umdrehen und dann sehen wir schon quasi, die Knöpfe sind auch wieder mit Torx-Schrauben festgemacht und so weiter. Also im Prinzip das gleiche wie bei der S-Klasse, nur dass wir hier halt zwei Haltepunkte haben. Jetzt schrauben wir die erstmal raus. Gut, wie gesagt, das ist gesteckt. Jetzt müsst ihr einfach nur mal irgendwo ein bisschen anpacken. Mit sanfter Gewalt natürlich, da seht ihr schon, kommt die eine Seite raus. Kommt die andere Seite auch gleich raus. Wunderbar, wunderbar, sehr schön. So, zack, ist draußen. Jetzt müssen wir einmal den Kabeln hier folgen. Die sind hier so reingeführt, die Kabel. Ihr könnt die einmal aus diesem Schaft hier rausführen. Das sollte, genau, ein, das ist dieser mittlere. Also hier, dieser mittlere Stecker. Da ist so ein Pin, den könnt ihr einfach mal hier unten drücken. Und dann kommt er euch auch schon entgegen. So, perfekt. Jetzt, denkbar einfach, schrauben wir die alten Dinger hier raus. Packen die neuen rein. Es gibt eine Sache, die ihr beachten müsst. Also wir werden jetzt die neuen Blenden hier, diese Chromblenden, müssen wir einmal komplett aufschrauben und die Platine tauschen. Ich habe damals wirklich einfach nur die S-Klasse-Dinger genommen, reingeklatscht, eingebaut und festgestellt, dass die von der S-Klasse weiß leuchten. Also die sind hier, die sind ja so durchsichtig hier, ne? Die leuchten dann weiß und die Originalen in der C-Klasse leuchten orange. Das heißt auch alles hier in eurem, ja überall, was auch immer ihr im Auto habt für Knöpfe, die sind alle so orange-gelblich hinterlegt. Das ist entsprechend hier, also diese LEDs sind auf dieser Platine drauf. Das heißt, die müssen wir auch einmal tauschen. Überlasse ich natürlich euch, wenn ihr sagt, euch taugt das Weiß. Mir hat es gar nicht gefallen, weil das ja wirklich nur hier weiß geleuchtet hat und alles andere war orange. Also so als Tipp, das zeige ich euch jetzt auch nochmal im Zeitraffer. Könnt ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, fand es jetzt nicht so geil. Auseinandergebaut, habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Jetzt die neue Platine rein, alles wieder zusammenschrauben und dann kommt es endlich ins Auto rein. So, jetzt kommen sie in die wunderschöne Lenkradblende rein und jetzt kommen wir gleich zu dem Thema, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Mal so ein bisschen fester dagegen drückt, also ich drücke den jetzt mal von hinten an, ohne verschraubt zu haben und ich drücke alle Knöpfe durch, dann geht tatsächlich immer nur der hier oben nicht, der hängt dann immer so ein bisschen. Das heißt, die Kante hier oben müssen wir so ein bisschen, ja, nett bearbeiten, sage ich jetzt mal. Genau, also diese Kante müssten wir jetzt einmal so ein bisschen innen abschleifen, und zwar genau da, wo dieser Home-Button sitzt. Ich habe jetzt, ja, ich könnte eine ganz feine Feile nehmen vielleicht, weil ihr braucht euch darauf keine Sorgen machen. Innen ist es dann zwar so ein bisschen weg, diese Beschichtung, aber es ist wirklich absolut egal, denn es sieht man nicht mehr, wenn der Knopf drin sitzt. Ich habe jetzt einfach, keine Ahnung, so eine, da war im Ratschenkasten einfach so eine flexible Verlängerung drauf. Die ist so ein bisschen gerillt an den Seiten, damit bin ich jetzt ein paar Mal drüber gegangen hier an der Ecke. Und wenn wir jetzt unser Knöpfchen einsetzen, so... Einmal dagegen drücken. Weiß nicht, ob man das
hören kann, aber ja, jetzt lässt er sich sauber drücken. Wie gesagt, hier oben die Kante, da sieht man absolut gar nichts. Jetzt machen wir nochmal die Generalprobe, schrauben die Teile mal fest und dann gucken wir mal, ob das auch wirklich ausreicht. Wunderschön, Leute, wunderschön ist das. Passt perfekt, hat gereicht. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach Schleifpapier nehmen. Nehmt wirklich nur ganz wenig immer weg, haltet es ran, drückt einmal durch und am Ende macht nochmal die Generalprobe, dass ihr quasi die Schrauben hier nochmal richtig festzieht und dann einfach noch ein paar Mal durchdrückt und so und guckt, ob alles funktioniert. Sieht wunderbar auf, andere Seite kommt jetzt auch rein und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Also, ist drin. Das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, ist diese eine linke Ecke. Die müsst ihr halt vorsichtig so ein bisschen anschleifen. Aber sitzt, passt, perfekt, sieht schön aus. Wir schließen jetzt die Batterie an, prüfen, ob die Beleuchtung hier geht, ob die Knöpfe auch alle funktionieren. Sollten sie aber, sollte überhaupt kein Thema sein. Wie gesagt, ist alles gleich. Blend euch jetzt auch gleich nochmal die Aufnahmen zum Schluss ein, wie quasi der direkte Vergleich, altes Lenkrad zu neuem Lenkrad mit den Tasten, wie viel wertiger das alles wirkt und natürlich auch in Kombination mit dieser wunderschönen Facelift-Blende hier sieht es einfach richtig geil aus. Bin wie gesagt nicht so ein Fan von diesen Schaltwippen, die aufgesetzt sind, aber hier, weil die auch silber sind, sieht es echt stabil aus. Finde ich gut, gelungenes Lenkrad. Mein Friseur ist glücklich, ich bin damit also quasi auch glücklich, weil er schneidet mir die Haare, logisch. Und genau, ich schließe jetzt die Batterie an, mache einen kurzen Funktionscheck. Batterie ist angeschlossen, Lenkradtasten sind drin, es ist wunderbar. Ich mache die Musik kurz leiser. Und jetzt bitte schaut euch mal an, wie viel geiler dieses Lenkrad aussieht. Also es ist, ich habe es gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz mit dem Mugel aus der Perspektive gesehen und gesagt, schau mal, also es macht einen riesen Unterschied. Richtig geil geworden. Jetzt prüfen wir einmal kurz, ob alles funktioniert. Hoch, runter, jawohl, Home-Button, funktioniert alles. Was auch immer das hier ist. Ach, das ist diese Sprachsteuerung. Abbruch. Okay, Abbruch, cool, sehr gut. Rückwärtstaste geht. Dann lauter, leiser. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Jo, funktioniert, sehr gut. Mute geht auch. Anrufen geht. Auflegen geht auch. Cool, sehr gut. Okay, das war's. Wunderschönes Ergebnis, entspannte Sache. Zum Thema Lenkrad beim W205 haben wir soweit durch. Wir haben Schaltwippen, wir haben Lenkradblende, wir haben die Tasten. Keine Ahnung, was bleibt noch übrig? Ich glaube, jetzt könnte man nur noch das Lenkrad mal rausbauen und beledern lassen. Vielleicht kommt es auch noch irgendwann. Weil, wie ihr wisst, ich bin nicht so angetan von meinem Dynamica, glaube ich, heißt es. Ne? Also dieses Alcantara-Imitat von Mercedes. Schönes Ergebnis. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.